Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Dragon Ball Xenoverse 2, meine lieben Freunde. Ja, mit dieser komischen Pose, da weiß ich auch nicht, was sich da bei der Namco gedacht hat, dass man die Arschbacken so und ja. Auf jeden Fall sind wir in Content City angekommen, meine lieben Freunde, und jetzt gehen wir auch, denke ich mal, einfach mal los. Ah, wir haben noch gar nicht dieses fahrbare Fahrzeug hier, wir müssen uns wirklich laufen. Wir müssen den alten Kaioshin suchen und deswegen gehen wir jetzt mal zu Tofu. Hi Tofu. Hey, wie geht's? Ist irgendwas? Suchst du denn Ruhu Kaioshin? Ist vor gar nicht langer Zeit die Straße hier herumgespaziert, Mann. Aber dann hat er plötzlich einen Schrei ausgestoßen und ist gegangen. Kennst du den Kostümladen da drüben? Er ist direkt daran vorbeigelaufen. Frag dort nach, wenn du ihn nicht findest, irgendjemand muss gesehen haben, wohin er gegangen ist. Er ist normalerweise ein ziemlich unbestimmter alter Mann, aber heute wirkte er ein bisschen erschöpft, was wohl passiert ist. Ja, wir gehen mal zum Kostümladen, da hinten müssen wir dann gleich direkt da. Hier sehen wir dann die ganzen CP-Medaillenläden, das ist ja die neue Währung hier im Xenoverse 2. Ja, spezielle Sachen. Hier gehen wir zu Chikori. Oh. Na, Baby, wollen wir mal ein Date machen hier? Siehst heiß aus. Konnichiwa. Warum streifst du so durch die Gegend? Oh, lass mich ran. Du suchst den Ruhkeilchen. Ich habe ihn die Straße runtergegeben sehen. Und dabei schrie er, dass er beschäftigt sei. Ich dachte, er wollte nur zur Akademie, aber dann ist er in Richtung der Empfangsbereich gelaufen und gestolpert. Ich hoffe, es geht ihm gut. Nach dem Sturz sah er übel aus. Der Empfangbereich befindet sich gleich unter dem gelben Dach da drüben. Du solltest ihn auf deine Karte finden können. Alles klar, danke, Baby. So, meine lieben Leute, wir gehen jetzt mal weiter hier. Nach da drüben, hier sehen wir die ganzen Quests. Also ich finde die Grafik echt richtig geil. Besser auf jeden Fall. Viel, viel besser als im Dings. Und wir reden mit Kune. Hier doch ein paar Klubschis hier. Was? Du willst wissen, wo der Ruhkaioshin hingegangen ist? Der verließ den Empfangsbereich und ging in Richtung Zeitnest. Das Zeitnest ist direkt hinter dem Tor. Du solltest es auf der Karte finden können. Solltest du dich jeweils verlaufen, vergiss nicht auf deine Karte zu schauen, okay? Alles klar. Hier sehen wir einen Gegenstand. Hier liegen jetzt auch seitdem jetzt immer wieder Gegenstände. Mal gucken, was wir bekommen. Eine Gruppenregeneration der Energiekapsel S. Ist klar. Jetzt lernen wir ein bisschen Content City kennen. So. Müssen wir nach da hinten. Leider können wir echt noch nicht schnell laufen. Ich weiß echt nicht, wie wir das geschafft haben bei Xenoverse. Ach, ich glaube, wir müssen da hoch. Ja, genau, wir müssen da hoch. Diese lange Treppen. Weil in der Beta-Version hatten wir da schon das Raumschiff. Da ist es ein bisschen lustiger dann doch um zu heizen. So. Mantu. Ah, hier ist er ja, der alte Mann. Hey, alter Sack. Hallo, du bist zu spät. Wo bist du denn die ganze Zeit gewesen? Das war meine Schuld. Hör auf, andere deine Fehler in die Schuhe zu schieben, du kleiner Flegel. Jetzt hör mir gut zu. Du wurdest für eine ganz besondere Mission ausgewählt. Das ist eine große Ehre. Du bist erst der zweite Elite-Mitglied, das so etwas versucht. Reise in verschiedene Zeitalter, in denen deine Geschichte verändert wurde, und behebe sämtliche Fehler, die aufgetreten sind. Du hast allerdings noch viel zu lernen, also als erstes solltest du dir das Wissen deren zu nutzen machen, die vor dir gereist sind. Sobald eine Veränderung an der Geschichte vorgenommen wurde, sind alle weiteren Veränderungen leichter zu bewerkstelligen. Begib dich in die Zeitalter, in denen Änderungen an der Geschichte vorgenommen wurde, und gib alles, um diese zu beheben. Okay, dann los. Hey, warte doch noch kurz. Wenn du nicht mal die Kaioshin der Zeit in Zeit ist, ich wollte die Sache schon selbst in die Hand nehmen. Kein Grund, so Feindseligkeit zu sein. Ich bin hier, um mein Wissen um die Geheimnisse des Kampfes zu teilen. Oh, tatsächlich. Na dann, herzlich willkommen.
Ja, dann ist perfekt. Zuerst musst du alles lernen, was dir die Kaioshin der Zeit beibringen kann. Komm zu mir, wenn du alles über die Aufgaben eines Zeitschalters erfahren hast. Dann wartet dein erster Job auf dich. Okay, gehen wir mal zu Kaioshin der Zeit. Die bringen uns mal alles Unnötige bei. Willkommen! Die weiße, mächtige Kaioshin der Zeit ist hier, um dich in die Geheimnisse des Kampfes zu unterweisen. Du solltest dich geehrt fühlen. Okay, los, legen los, bist du bereit? Jawohl. Schließe alle Herausforderungen ab. Verlasse die Herausforderung frühzeitig. Alles klar. Wunderbar, das wollte ich hören. Wir müssen mit der Grundlage anfangen. Legen wir los, ja? Alles klar. Die Kunst des Kämpfens. Schließe alle Herausforderungen ab. Okay, bereit, los geht's. Wir befassen uns heute mit den Grundlagen. Gleich wirst du einige Befehle aus dem Bildschirm sehen. Ja. Halte L2 und Neige den linken Controller für einen Boost-Sprint. Alles klar, das können wir schon. Ganz einfach, oder? Okay, weiter im Text. Versuch's jetzt. Drücke und halte X zum Steigen. Drücke und halte L2 zu fallen. Drücke für den Schritt L2 und neige nach links oder streiche L und halte dabei. L2. Ah, stimmt, das war ja so. Drücke am Boden X zum Springen. Alles klar. Bam. Jetzt brauchen wir einen Partner. Oh. Okay, komm her, Partner. Offenbar haben wir das perfekte Ziel für dich zum Anwesen gefunden. Nur zu. Haya Befehle aneinander, um einen Kombo zu machen. Willst du was machen? Gib die Befehle aus dem Bildschirm ein, um ein Combo auszuführen. Vier. Sehr geil. Ja, die Kombis gefallen mir von Freezer klar. 1, 2, 3. Oh, Scheiße. 1, 2, 3. Lasse, du hast es drauf. Sie sind in der Überzahl, aber das für einen Kämpfer wie dich kein Problem. Oder einfach auf der Google nicht aufgeben. Streiche eher rechter Analogstick, um den Anvisierer des Teams zu wechseln. Alles klar, haben wir. Drücke Kreis für einen Kiekus und drücke schnell für ein schnelles Feuer. Mann. Drücke und halte es zum Laden und lass es los für den geladenen Kiekus. Boom. Drücke im Boost Sprint Viereck oder Dreieck für einen Sprintangriff. Alles klar. Ja. Sehr gut. Haben es geschafft. Okay, bring fest. Täusche ich oder mich oder willst du das schneller? So holen wir nie auf. Zum Glück weiß ich die perfekte Lösung. Drücke Viereck plus X für einen Aura-Knall-Sprint. Verbrauche eine Ausdauer.
Drücke beim Aura-Knall Sprint X, um in die hintere Gegner zu platzieren. Sehr schön. So. Er hat eine gute Abwehr, wenn das so ist. Versuche es jetzt. Drücke und halte Dreieck für einen geladenen Angriff, aber die Abwehr durchzubrechen. Sehr gut. Drücke L1 plus Kreis, um einen Gegner zu werfen. Bam. Bam, bam. Gut gemacht, inzwischen bist du Experte in Sachen Angriff. Das müssen wir feiern. Geh zurück und Sekunde mal. Da ist doch was faul. Wenn du den mit angezählten Gegner zurück können Teleportation mit uns. Alles klar, nochmal X hier. Du bist super. Bam, Beaches. Echt knapp, Ausweichenfähigkeiten klappen nur, wenn du Ausdauer hast. Ach, auf die Anzeige. Ich habe irgendwie so eine Ahnung, dass wir noch nicht fertig sind. Wir sind da auch noch nicht. Oh Mann, das sind noch mehr Fangen. Wir sperren Geschütze auf super auf. Meteorenbrush. Bam, 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 bam. Boah, das sieht richtig geil aus. Was haben wir noch so? Oh ne, wir können jetzt auch so eine. Oh Gott, was ist das für ein Tanz? Ah, geil, da tanzen alle. Das ist ja geil. Komm jetzt her. Beach. Mama, 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 Bam, bam und zack. Bam. Jetzt machen wir eine Götterfaust. Und noch eine Götterfaust. Und noch eine. Bam, 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 bam. Riesensturm. Bats. Bam, bam. Tanzen wir noch ein bisschen. Haha, Schokolade Lady, yay, hey. Papa, Tanz, Tanz des Todes. Bam, bam, tschim, tschim, tschim. Und jetzt mal meinen Riesensturm. Bam. Und noch einen. Sogar. Ah, so baut man Stress ab. Was denkt daran, Supergriffe erfordern Ki ohne Kiezen?
Lern schnell, ich glaube, du kannst die Zeitlinie angreifen. Ich habe einige Mitglieder der Patrouillen gebeten, um mit dir zu drehen. Ist das okay? Alles klar. Oh, Gegner kommen. Oh, die ist ja süß, mit der soll ich nicht boxen. Nimm das hier, Bitch. Alles klar, wir haben meine Z-Kapsel bekommen. Ah, jetzt kommen noch mehr Feinde oder was? Ah, jetzt kann ich gegen die kämpfen. Bam, 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 nimm das hier und jetzt nochmal und jetzt. Und jetzt. Nimm meinen Pach ab. Hallo, ich will tanzen mit dir, Baby. Tanzen wir. Oh ja. Chaka, chaka. Jawohl. Und jetzt kriegst du wieder der Faust. Und jetzt einen Riesenschnur. Jetzt bye bye, Baby. Oh shit. So, sehr schön. Das war's dann von mir. Mach weiter. Ich bin gespannt, was du alles vollbringen wirst. Finisher. Sehr gut. Wir haben es geschafft, meine lieben Freunde. Geschafft. Wir haben es mit Z erschafft. Ha. Mit links. Und wir sind eine Stufe aufgestiegen. Das ist sehr schön. So will ich das sehen. Mit unserem Todestanz. Para, para, Todestanz. Para, para, Todestanz. Das auch hier geschafft, meine lieben Freunde, mit dem Todestanz. Aber ich würde sagen, was der gute alte Kaioshin von uns jetzt will, sehen wir dann im nächsten Part. Damit verabschiede ich mich mit einem wunderschönen Ginyo-Pose. Noch einmal. Ha! Bewundern wir nochmal diese sexy Pose hier. Und wenn euch dieser Part gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ja, meine lieben Freunde, haut rein und tschüss, euer Storm.